Okay. Also, ich habe Stimmgeräusche am Begriff. Und das war ja nur mit reichlich Backs gesegnet. Und da habe ich letztes Jahr gedacht, da fangen wir nochmal komplett neu an. Weil der alte Source Code, der ist im Prinzip über fast 20 Jahre ist er gewachsen. Und ich habe damit Programmieren gelernt. Und da waren noch Sachen drin, also ich habe damit angefangen, Musik-Sachen zu machen, wo ich von Musik keine Ahnung hatte, das war alles noch drin. Deswegen habe ich Ende letzten Jahres angefangen neu zu machen, komplett neu zu schreiben. Und habe jetzt einen Steamboat mit 9 Bugs gebaut. Für die nächsten 20 Jahre. Genau, ja, yeah, man muss ja vorplanen. Ja? Also was ich jetzt zum Beispiel auch neu gemacht habe, man sieht jetzt, bei dem alten Steamboat war ja zum Beispiel immer, man hat immer nur diese Lasso-Methode gehabt, wenn man was gezeichnet hat. Und jetzt sieht man eben sofort, was man zeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Linienstärke erhöhe, dann wird die auch sofort erhöht. Oder wenn ich jetzt hier die Verbindung auf Grund setze, geht das sofort. Und da die solche Sachen, das sieht natürlich jetzt sehr skurril aus. Das passiert jetzt eben sofort, das läuft auch im separaten Task jetzt. Das heißt, das wird immer sauber refreshed. Wollte ich zumindest. Und das habe ich einfach mal, naja, können wir verwerfen, brauchen wir nicht mehr. Was man also machen kann, Leute, diese. Das ist super. Der erste. Ich habe die verkettete Datei erwischt. Das war die Datei, wo diese definiert waren. Das ist gar keine SVG-Datei gewesen. Nächste, die wollte ich nicht haben. Ich wollte diese haben. Dann geht das auch. Ja? Das sind jetzt mal so verschiedene Line-Styles, also mit anderen Farben. Die ist, weiß ich gar nicht, habe ich die auch ein bisschen. Man kann ja zum Beispiel auch, ich den mal anklicke, kann man die Farbe auch durchsichtig machen. Sollte zumindest. Also ja, habe ich den verkehrt, der ist okay. Hier direkt eine kleine durchsichtig. Ja. Das sind ja die Möglichkeiten. Und ja, das habe ich auch sehr neu gezeichnet, okay. Halt eben die Sachen eben mit den Rechtecken und den rechteckigen Kanten oder abgerundet und so. Und diese Linien, was ich gerade versehentlich veröffentlicht habe, das ist einfach nur eine Textdatei. Das heißt, das kann man jetzt eingeben, da muss man immer nur die Abstände eingeben. Und das kann ich auch mal kurz zeigen, wo wir schon mal da sind. Das ist also im Prinzip einfach nur, man gibt jetzt hier einfach ein. Das ist aber jetzt hier 220002. Das ist der obere. Und die 0 sagt irgendwo im Prinzip hier ist Schluss. Da fängt es von vorne an. Ja? Wenn ich das jetzt ändern würde auf 2121, dann wäre eben die Lücke immer schmaler wie der Strich. So wie hier unten halt. Da kann man jetzt im Prinzip so viele machen, wie man lustig ist. Falls man sowas braucht. Man kann auch. Ja, das sieht jetzt gar braucht keiner mehr. Dann gibt es hier noch. Zum Beispiel habe ich jetzt hier verschiedene Polygone, die schon mal vordefiniert sind. Hier so ein Drachen, ja, da habe ich den vorgezeichnet gehabt. Ja, da kann man einen Drachen von machen. Der bleibt halt immer schön symmetrisch. Oder eben hier eine Raute, die halt eben auch immer symmetrisch ist. Oder eben hier das Parallelogramm als letzte Option. Oder eben halt ganz normale Polygone. Zack, zack. Ja, Polygon beenden. Dann hört es da auf. Dann, was haben wir noch? Vergessen. Ja, das ist natürlich jetzt gar nicht so wohl. Nummer 2. Na, jetzt konnte er irgendwas nicht öffnen. Ja, da müssen wir einmal durch. Da ist wahrscheinlich gerade eine Multiklasse abgekackt mit. Das ist auch so Polygon. Oder nee. War schon der Timeout? Mehr nichts gewesen, nein. Halbe Stunde schon noch. Ja, also wie gesagt, es ist also noch eine Entwicklung. Ich habe jetzt, wollte es unbedingt für diese Woche, wollte ich was fertig haben. Und wie das so ist, dann auf dem letzten Tag, da findet man die ganzen Fehler. Mhm. Ja? Was vorher die fleißigen Beta-Tester alle nicht gefunden haben. Ich will ja hier keinen anschauen, da hinten so, ne? Also. Habt ihr nicht besucht? Ich hab mich eingemeldet.
Frage, genau. Lief gar nicht auf Fußball. So, ich habe ja noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Lipsen. Die sind jetzt hier mit Gradienten gefüllt. Das heißt, ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt mal eine anklicke, ich wollte keine anklicken, warte kurz. So, wählen wir mal die Ellipse aus. Ne, das macht er jetzt nicht, das ist natürlich nicht schön, das hat ihn nicht aktualisiert. Aber das ist, glaube ich, sogar. Mal kurz, neue Farbe, dann geht's. Die neuen macht er bunt. Na ja, gut. Okay. Ja, dann kann man die Gradienten da durchziehen. Man kann natürlich jetzt einfacher ist es. So, dann mache ich mal neu. Da kann man jetzt jede Farbe kann man verändern. Man kann auch sagen, die Farbe soll jetzt mal ein bisschen durchsichtig sein, die eine Farbe. Dann geht der Gradient eben auch über eine Alpha mit drüber. Oder man sagt, man macht ein Bild. Dann nehmen wir doch mal, was haben wir gerade hier? Nehmen wir mal unser Icon, ja, dann kriegt er das Icon da rein oder eben auch einen Hintergrund, was halt gerade so gefragt ist. Man kann auch, das macht keinen Kummer heute, was auch drin ist, beladen. So, das sind jetzt mehrere Kreisbögen, die zu einem Pfad zusammengefügt sind. Und die kann man halt eben auffüllen mit dem Verschluss. Ja, also ich hätte den Pfad vorher anwählen sollen. Dann müsste das auch klappen. Homer Simpsons Arsch, oder was ist das? Also wenn, das würde ich jetzt anatomisch auch nicht, als nicht korrekt bezeichnen. Wenn ja, mit dieser Seite sind, jetzt also hier vier Kreisbögen, das kann man auch neu zeichnen. Das heißt, ich mache jetzt mal hier ein paar Kreisbögen und von mir ist auch noch ein Bezier dazwischen. Sieht schon genug aus. So, dann kann ich jetzt hier entweder normale Objekte zusammenfügen, die werden dann nur zusammengefasst, oder eben einen Pfad erstellen. Dann werden alle. So. Dann im Prinzip, wenn ich hier anklicke, dann erkennt er sofort, der Pfad endet dann in dem Moment hier und geht von da weiter. So, ich kann den Pfad jetzt, wenn ich jetzt hier oben anklicke, erkennt er, oh, ich bin wieder am Anfang und schließe ihn. Und den könnte ich jetzt auch füllen. Ja, und das Ganze ist halt eben jetzt im Moment. Ist halt eben echtes SVG, das heißt zum Beispiel, wo bin ich? Das heißt, OWB kann das im Prinzip alles anzeigen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mal so ein Hintergrund mit dem rechteckigen transparenten Linksatz vor. Oder eben mit dem Leinsatz hatten wir vorhin. Den wir nicht brauchen. Das zeigt ja also alles im Prinzip an. Man kann auch, Moment, machen wir neu. Was es eben auch noch gibt, ist Objekte ausrichten. Jetzt habe ich hier mal ein paar Objekte hingelegt. Aber ich kann jetzt sagen, ich will die alle so haben. Dann wähle ich jetzt hier drei aus und sage zum Beispiel ausrichten an. Und dann soll die an dieser Linie ausrichten. Ja, dann macht er das so. Oder eben auch, dass er da auf die Mitte setzt oder eben auch waagrecht, wenn das gewünscht ist. Hätte ich jetzt noch was vorbereitet? Ja. Das ist jetzt einmal ein Compound, das eben zusammengefügt ist. Wenn ich jetzt hier bei dem Compound füllen angeht, dann wird aber jedes Objekt einzeln gefüllt. Weil das ist, also Steamboat könnte das zwar, dass er den Gradienten über die sämtlichen überzieht, aber das Problem ist, dass es in SVG nicht so ohne weiteres zu lösen. Dann muss ich das erst alles in einen Pfad umwandeln. Aber das wird dann wahrscheinlich mit dieser 2.1 oder 2.2, damit das so kommt. Deswegen habe ich das erstmal gemacht, das ist so. Man kann auch, wenn man jetzt Objekte zeichnet und man ändert zum Beispiel jetzt die Linienfarbe. So, wenn ich das nächste Objekt zeige, ist das wieder schwarz. Oder ich sage hier, Moment, ich mache das jetzt mal. Braun sieht man schlecht. Und dick. Und sage, ob Attribute beibehalten, dann wird eben jetzt alles, was man neu zeichnet, wird eben da so gemacht. Ja, wenn man jetzt mehrere mit so einer dicken Linie zeichnen will, dann ist das natürlich einfacher.
Ja, an sich gibt es für Stimmung momentan nicht viel mehr zu erzählen. Das ist halt eben jetzt die ganze Umbau mit diesen separaten Render-Tasten ist halt eben jetzt und eben komplett lokalisiert jetzt mittlerweile und halt eben komplett neu aufgebaut. Das heißt, der Quellcode ist jetzt ungefähr die Hälfte von dem, was er mal war, obwohl ich ungefähr die gleichen Funktionen drin habe. Und das zeigt auch so, obwohl ich eigentlich von den Variablen-Namen sogar meistens länger bin, also da sieht man also, wie viel Müll sich dann in der alten Version einfach angesammelt hatte. Ja, und deswegen ist das jetzt, hoffe ich mal, dass die Entwicklung jetzt schneller vorangeht wie mit der alten Version und eben auch die Bugs leichter zu finden sind dann. Ja, viel mehr gibt es ja eigentlich jetzt gar nicht zu sagen im Moment. Was für Formate kann es lesen? Also es liest im Prinzip SVG, man sollte aber im Moment nur SVGs laden, die Streamer selber erstellt hat. Okay. Das ist also noch wirklich nur rudimentär, der liest also wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil im Moment. Aber das ist also, da habe ich mir vom Guido, er hat mir jetzt letztens so eine konvertierte Pixelgrafik gegeben. Also was da drin ist, das müsste ich eigentlich lesen können, aber ich denke mal, der wird wahrscheinlich irgendwo noch einen Buffer-Overflow geben oder was. Also das müsste man eigentlich relativ schnell kriegen. Oder die, diese Standardsachen hier von, wie heißt der Nachfolger von Solipo, die Vector-Programm. Fällt mir gerade nicht ein. Also ja, aber was so diese Standardsachen sind, das müsste man eigentlich relativ schnell reinkriegen. Und andere Formate sind natürlich dann machbar. Es gibt dann diverse Konvertierungsprogramme, die man als Shell-Tools dann importieren könnte, um dann eben das eben wie auch dann einmal im Hintergrund auf SVG verhandelt und dann laden. Weil ich wollte dann jetzt nicht tausende Lademodule reinbauen, weil das sind dann alles ja nur Fehlerquellen. Mhm. Ja. Und wenn die so Konvertierungsprogramme entweder so laufen die oder so laufen nicht. Die können dann eben auch extern leichter ein Update gemacht werden, wenn irgendwo eine neue Version rauskommt. Gibt das dann irgendwie sowas wie EPS zu SVG oder sowas? Das gibt es ja. Mhm. Also, wobei EPS ausgeben ist kein Problem, weil ich verwende ja auch Kreif, allerdings momentan noch die gelinkte Version. Und da gibt es im Prinzip extra einen Service für, also wo man reinschreiben kann und kommt Postgres raus. Dann kann man nicht sagen, soll es EPS geben, PostScript Level 1, PostScript Level 2, was er rausgeben soll. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt im neuesten Crunch drauf. Und auf dem MorphOS-Fall sollte es auch innerhalb der nächsten Stunden oder Tage erscheinen. Ja, und viel mehr gibt es ja momentan nicht zu sehen, weil ich ja im Prinzip erstmal gesehen habe, dass ich die ganzen Basis-Sachen, die vorher drin waren, die am Laufen gekriegt habe. Ja, ist das nicht sowas wie ein Corel Draw? Ja. Vom Konverter. Ja, also da müsste man jetzt googeln, ob es da was gibt. Also. Ja, Inkscape ist das Programm, was ich meine. Inkscape, genau. Also das erzeugt ja auch SVG, das sind dann eben Sachen, wo ich mich dann orientieren werde, was die ausgeben, dass man das einladen kann. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, man kann mit SVG kann man ja alles Mögliche machen. Mhm. Man kann ja mit SVG sogar aktive Sachen machen, Animation, Scripting und all so ein Zeug. Das wird natürlich dann. Das muss natürlich dann aussortiert werden beim Laden. Das ist dann auch eine Option, die ich dann noch machen wollte, dass er im Prinzip SVG-Text, die er nicht kennt, praktisch speichert und dann, dass man die dann irgendwo auf eine Liste dann als Text sehen kann, dass die also nicht verloren gehen. Wenn man jetzt Hyperlinks da eingebaut hat in SVG oder so eine Sachen, weil man das ja alles im Prinzip auf eine Website stellen kann. Ja, mehr gibt es ja nicht zu sehen. So Formeln einbauen, vordefinierte Templates quasi, die du dann nur noch an der Größe oder an der Orientierung verändern? Also das ist auch eine Sache, die machbar ist, also im Prinzip so eine Teilebibliothek, da habe ich schon Ideen, wie ich das realisiere, da muss ich mal gucken, ob ich das jetzt über SVG realisiere oder ob ich vom Crash an dieses Luba nehme, das weiß ich noch nicht. Das sind auf jeden Fall unheimlich viel machbar, aber das wird vielleicht nächstes Jahr beim Programmstand dann. Weil ich wollte, da muss ja auch noch ein Textmodul, muss ja auch noch ran, wenigstens mal ein einfaches. Und ich wollte die Sachen jetzt im Prinzip immer eine Funktion fertig machen und richtig fertig machen. Mhm. Das war ja bei dem alten immer so ein Problem, da war zwar ein Textmodul dran, aber dann ging das mit dem Text nicht und dann was, im Text musste man eine extra Box eingeben, nicht irgendwie. Nicht direkt im Fenster und so Sachen, das will ich nicht mehr haben. Wie gesagt, also ansonsten habe ich noch, ja gut, die Panels kennt ihr ja auch.
Die sind ja mittlerweile dann, oder sind noch Franzosteam geworden, nämlich mehr. Ja, das ist das Zweite, was ich mache. Die sind ja mittlerweile in den ISOs mit drin, in den Beta-ISOs. Also wenn sie keiner rausschmeißt, dann bleiben sie hoffentlich auch drin. Dafür habe ich das geht nicht mehr. Ich habe ich so vermischt mit dem normalen. Ah. Also gesichert. Nee, weil wir haben also jetzt, das ist gerade wieder Submenüs, das ist hier so ein Dir-Panel, das heißt, da ist das ganze Tool-Verzeichnis einfach drin. Dann hat eben die externen Klassen hier, was der Guido mal gemacht hat. Hier, diesen hier. Ja, das war mal Google, war das mal für, weiß ich, 30 Jahre oder 50 Jahre Jim Henson oder was es war. Ne? Und hat er die Grafiken rausgeklaut. Ihr habt zu viel Zeit, Jungs. Ja, er auf jeden Fall. Ja, ja gut, die Einstellungen sind natürlich jetzt bei der Aufstellung sehen natürlich ganz beschissen aus. Da muss ich auch noch mal ein bisschen mit dem Layout ein bisschen arbeiten, dass er das ein bisschen platzsparender macht. Ja, man kann aber jetzt hier auch sagen, der im Prinzip aus dem Unterverzeichnis hier reinhauen, dann taucht er hier auf. Ja, oder die Digi-Glocke mal ganz am Anfang. Und gut, die Digi-Glocke hat natürlich auch einen kleinen Einsteller, also hier ist nur eine Einsteller für die Farbe. Wenn du mal so ein schönes, so eine Farbe haben willst. Rotzgrün. Oder einfach komplett transparent, das geht auch, das ist kein Thema. Da kannst du da eben durchgucken. Das ist. Ja. Und das hier sind dann eben jetzt hier momentan was die. Das ist nochmal so eine Uhr, die hat der Guido gemacht. Sehr schön, geil. Ja. Klackert die auch? Obwohl ein gewisser Herr Panzer. Mehr ist das, Herr Panzer. Ne? Irgendwann erwischen wir den auch noch. Ich habe ständig so ein Klacken und. Vielleicht mit dem alle Schimpansen bei dir. Mann. Ja? Und das sind jetzt die alten Klassen, die in den alten Panels ja auch schon drin, bei dem Trenner, Leerraum, Lesezeichen und sowas. Ne? Wir haben auch so diese gickigen Effekte von der Kairo auf Ubuntu hat das, dann kommt das Ding so schräg und so. Das ließe sich als externe Klasse wahrscheinlich machen. Also es gibt momentan noch keine Möglichkeit, eine externe Klasse zu machen, die andere Objekte enthält. Mhm. Aber das wäre im Prinzip machbar, ich sage jetzt mal, aus so einem Submenü auch, ja, auch noch externe Klasse zu legen, die dann eben nicht senkrecht anzeigt, sondern was weiß ich, dass sie als Baum anzeigt oder eben schräg oder, ja, ne? Oder als Kreis oder was auch immer du willst. Also das ist machbar im Prinzip, das ist aber momentan noch nicht drin. Momentan gibt es also nur eine sehr einfache API, die im Prinzip solche Objekte erlaubt, wo man eben, ich sag mal, hier einen gewissen Platz belegt und dann eben sagt, man kriegt ein Update, man kann eben mehrere Variablen speichern. Die werden also ganz normal mit in den Panels gespeichert. Das ist also nicht irgendwo anders gespeichert, die Farbe. Und da gibt es hier nochmal ein paar Einstellungen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nicht quadratische Eigens hat, wie das alte Crunch-Eigen. Ich habe jetzt hier das neue drauf, das ist quadratisch. Dann wird das in dieses Raster gezwängt. Sonst würde das eben auch mehr Platz auf dem Bildschirm beanspruchen. Oder eben wann automatisch gespeichert wird. Wie diese Effekte sind, wenn ich jetzt hier drüber gleite, was soll er machen? Soll ich aufhellen? Kann ich machen? Oder eben auch verwischen? Dann wird es ein bisschen unscharf. Also eben, das sind ja die Effekte, die sind in den Ambient, in den Dateien ist dann ja auch drin im Prinzip. Die sind dann ja alle anwählbar. Oder eben man sagt, einfach übernehmen, so wie in der Piktogrammansicht, das ist der Standard. Und dann sieht das genauso aus, wenn man das hier oben im Lister macht, ne? Da drüber geht und aktiviert und hast du nicht gesehen. Oder eben Break und Drop, dann macht er eben, naja, blau einfärben, ist er ja eingewählt. Was man dann auch noch machen kann, ist, mal kurz, wenn ich das Panel anwähle, den Dreckbar verstecken. Das funktioniert aber nur, wenn man ein Enhanced Display hat, weil der im Prinzip natürlich in dem Moment transparent werden muss. Und wenn ich natürlich das Panel zusammenzippe, dann geht das natürlich nicht, dann danach, sonst findet man den ja nicht. Ne? Das wäre ein bisschen doof sonst. Das sind natürlich jetzt die ganzen geile Elemente, die früher schon in diesem extra Panel-Fenster waren.
was mit Pendel Config Fenster, wie das dann hieß, das habe ich dann im Prinzip alles übernommen und ein bisschen umgewandelt. Jetzt muss ich jetzt noch mal ein bisschen auf Platz sparen, noch mal trimmen, weil das doch ein bisschen sehr, also wenn man das vorher irgendwie so ein kleines Fenster nennt, dann ist um die Liste irgendwie nur noch so groß und das ist natürlich dann nicht der Sinn der Übung. Ne? Und gerade weil es natürlich jetzt auch Geräte gibt, die so eine Auflösung nativ machen wie die iBooks, ja, hat man die Auflösung. Man kann mit der, das muss ich sagen, man kann mit den iBooks kann man auch gut arbeiten. Wenn man sich das aufteilt mit Screens und auf den Screens dann die Programme auf Vollscreen macht, so wie Scribble oder sowas, da kann man mit dieser kleinen Auflösung durchaus noch leben heutzutage. Hat mich ehrlich gesagt auch selber gewundert. Ja, mehr habe ich eigentlich jetzt nicht vorzuführen. Habt ihr noch Fragen? Gut, dann vielen Dank. Ja.